Okay, Leute, damit heiße ich Sie herzlich willkommen. Es ist ein krasser Tag. Ihr wisst ja, dass ich auf Official gespielt habe. Und ihr wisst ja auch, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, sobald ich graded werde, zeige ich euch, wo ich baue. Graded wurde ich nicht. Seit einem Monat circa zocke ich, glaube ich. Und ich denke mal, ich würde auch noch lange stehen, wenn ich es jetzt nicht zeigen würde. Allerdings startet mein eigener Server und es gibt auf Offi einfach legit nichts zu tun. So, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was ich jetzt machen soll. Ich könnte halt anfangen, eine Base zu bauen, aber da habe ich auch echt keinen Bock drauf, weil das eh weggefatzt wird. Das macht nicht wirklich Sinn. Und ich fliege hier gerade aufs Meer raus und ihr denkt vielleicht so, als ob der Boote huntet und selber einfach auf einem Boot baut. Und da denkt ihr so, nein, so dumm ist der Sharks hier und denkt euch dann vielleicht, baut der unter Wasser vielleicht? Aber nein, Leute, so dumm ist der Sharks auch nicht. Denn er baut genau da oben. Wir ziehen uns den Joppatz mal rein. Guckt euch an, was der Sharks hier hat, Junge. Ist das wild oder ist das wild? Ich sehe schon die ersten Hunter kommen. Denn richtig gesehen, ich baue auf scheiß Ragnarok auf einem verdrecksten Fliegenquetz. Richtig, richtig sick. Und was dich wahrscheinlich als allererstes interessiert, Sharks, was hast du für Loot? Und genau dazu kommen wir jetzt. Zum einen habe ich eine Landeplattform, habt ihr ja schon gesehen. Die Öfens sind relativ leer. Fabricator, Smithy und Quetzel steht jetzt an. Fabricator, da ist Dirt drin. Hauptsächlich Ressourcen, Gunpowder for Days, Blueprints, Perlen. Zement, so ein bisschen Flakgedöns, alles mögliche an Billo-Scheiß. Smithy, kommen wir nun zu. Hier haben wir ein paar Werkzeuge, hier haben wir auch noch ein paar Ressourcen. Zum Craften haben wir noch Stuff für einen Turret-Draft, hier haben wir ein paar Rüstungsteile, Grappling-Hooks, also all den guten Shit. Und jetzt kommen wir natürlich zum Crazy-Over-Shit, dem Quetzalopithecus. Ich scroll jetzt einfach langsam durch, ihr könnt es euch hier angucken. Ich habe hier schöne Flak-Blueprints, ich habe hier einige Crossbows, wir haben hier einen Carbo-Blueprint, Rock-Golem, Anki, noch ein Rock-Golem, Stego, gute Longneck-BPs, also ich habe hier wirklich eigentlich alles am Start, was ich brauche. Rüstung ohne Ende, Cluster-Grenades, Narcotics for Days, Electronics for Days, noch ein Fabricator, ich habe Dünger for Days, wie ihr seht, Zement for Days, Knarren, noch mehr Rüstung, die ich hier alles reparieren kann, Gleiter, Polymer, genauso natürlich auch C4 und müsste ich hier auch noch, warte mal, hatte ich nicht noch fucking C4, ja, 16 C4 und auch noch Sprengkraft, auch noch für einige Basen, einen schönen Quetzelsattel haben wir hier drauf. Also es ist echt eine wunderschöne Loot-Ansammlung, mit der ich noch viel machen kann. Und dazu habe ich halt hier noch die Wyvern und hier mein Gear, was ich gerade anhabe. Und noch, was ich euch auch noch zeige, und zwar jetzt habe ich nämlich ein paar Secret-Aufnahmen gemacht, als ich das letzte Mal da war. Schaut es euch an. Richtig gesehen, denn ich habe auch noch einen versteckten Pullover und das alles an Loot auch noch in dem drin. Also da habe ich auch noch eine Indie Forge, ein Level 400er Bloodstalker und so weiter und so fort. Also ich bin einigermaßen gut equipped und könnte auch viel zocken. Oh, ich habe ja auch noch den Mörder, sehe ich gerade auch einfach mit noch Standard-Shit. Und könnte noch gut raiden und PvPen und alles so. So ist es ja nicht. Aber ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich könnte halt noch mehr Boote suchen. Ich könnte jetzt irgendwelche Billo-Basen suchen. Aber Leute, mir fehlt da tatsächlich auf Offi gerade so ein bisschen der Sinn. Ich bin da ganz ehrlich mit euch. Ich werde auch jetzt meinen Scheiß hier packen, sage ich euch, wie es ist. Und den Pullover. Und werde das Allerwichtigste von mir nehmen. Also den Quetzel, alle Tames. Wahrscheinlich auch die guten Blueprints. Alles, was mir halt so relativ wichtig ist. Ne? C4, die Rockets. Also alles, was ich so zum Quickstarten brauche. Und werde mir das verstecken gehen, denke ich. Und zwar mit dem Pullover an einem neuen Spot. Das wird mein Play sein. Und dann save ich mir das für irgendwann, für die Tage, wenn ich wieder back bin und wieder reinkicken will. Weil ich habe ja auch noch sowas wie eine Battery. Oder noch, ich habe auch im Pullover noch Batteries, wo ich auch ein paar Battery Turrets hinstellen könnte und so. Also ich könnte wirklich ein bisschen was eigentlich an Spaß noch machen. Aber weil jetzt eben mein Server ansteht und ich da dann wahrscheinlich 2-3 Wochen auf jeden Fall safe zocken werde und hier gar nicht reinschauen werde, dachte ich, komm, packst dir hier dein Stuff zusammen, jietest du langsam aber sicher mal um und zeigst dann deinen Leuten mal, wo du gebaut hast, weil die sich jetzt ja auffangen. Ich wollte nämlich jetzt nicht noch 3 Wochen warten oder 4 oder 5 sogar, bis ich hier wirklich gradet bin und ihr dann gar nicht mehr auf dem Schirm hattet, dass ich überhaupt hier gespielt habe. Deswegen quasi jetzt der Leak, sag ich mal so in dem Sinne. Und ja, das eigentlich tut. Deswegen war ich auch so viel auf Ragnarok unterwegs, deswegen habe ich so viele Boote gescoutet, weil das eben hier die perfekte Map war, um dann für mich raiden zu gehen nach Booten. In Kombination mit dem Baseboard vor allem, ne, weil ich halt einfach alles easy peasy hochtransporten kann. Das ist es halt. Aber ja, das kann man in, ich sag mal, 2 Wochen entspanntes Solo-Zocking kriegen. Super easy. Also ich habe nicht hart reingesuchtet, sage ich ehrlich. Klar, der ein oder andere Tag Suchting war dabei, aber es war jetzt nicht. Ich hatte auch 2 Tage mal Pause, einen Tag Pause hier und da. Also ich war nicht am Durchhasseln quasi. Nur damit er so ein bisschen Ding kriegt. Es geht also echt relativ flott. So macht euch ein bisschen C4, jede 2 Boote, macht eine Rakete, jede 2 Boote. Dann noch eine Steinbutze und eine mit 3 Turrets und dann habt ihr den Lachs. Und seid ready auf Offi to go. Ich packe jetzt mein Stuff und save das Gute für gute Zeiten. Beziehungsweise für schlechte Zeiten. Wo ich den Quetz her habe, könnt ihr auch nachgucken. Habe ich alles, ist ja alles online. Das war im Wesentlichen eigentlich das, ne? Ich dachte, das interessiert euch vielleicht, weil ich das ja auch immer so ein bisschen gesagt hatte, angekündigt hatte. Und wollte ich das jetzt mal zeigen. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Hoffe ich, dass euch mein Offi-Run gefallen hat, ein bisschen entertained hat. Waren ein paar coole Folgen bei, fand ich. Wird auch sicherlich wiederkommen, aber für jetzt ist das Ganze eben erstmal pausiert / beendet. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Projekt, das bald kommt, wieder voll dabei. Denn ja, sehen wir uns dann. Ich habe euch lieb. Haut rein und...
Ciao.